So, hallo, hallo zum zweiten Teil von Jubilu. Ich zeige euch jetzt den Hut, wobei ich den nur grob andeute. Also sieht circa so aus. Was habe ich gemacht? Ich habe nämlich gleich oder fast gleich wie bei der Grundform gearbeitet. Also ich habe einen Magic Ring gemacht und darin 10 halbe Stäbchen reingearbeitet. Die habe ich dann verdoppelt, sind dann 20. Dann jede zweite Masche verdoppelt, habe ich 30. Jede dritte habe ich 40. Jede vierte verdoppelt, habe ich 50 halbe Stäbchen. Also das sieht man hier. Die 10 waren in den Magic Ring, dann 20, 30, 40, 50. Und dann 6 Runden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden, nur halbe Stäbchen arbeiten. Danach steht hier ins vordere Maschenglied verdoppeln. Ich zeige euch anhand diesen kleinen Probestückes, wie das funktioniert. Also ich habe feste Maschen gearbeitet und nicht halbe Stäbchen. Ich habe ihm nur in dieses vordere Maschenglied eingestochen, dann eine feste Masche arbeiten, ins nächste 2 feste Maschen arbeiten, 1, 2, dann wieder eine feste Masche, ins nächste Maschenglied 2 feste Maschen. Und so die ganze Runde. Dadurch ergibt sich, dass es so nach oben sich dreht. Das machen wir die ganze Runde. Also ich glaube, das bekommt ihr alleine hin, weil es wirklich, wie gesagt, sehr ähnlich dem Anfang ist. Wir haben am Anfang 8 halbe Stäbchen, hier halt 10 halbe Stäbchen hineingearbeitet. Und sonst ist es, wie gesagt, sehr ähnlich. Diese Seite haben wir jetzt gezeigt. Dann kommen eben feste Maschen. Arbeitet man 2 Runden. Also wenn ich diese Reihe runde gemacht habe, noch 2 Runden mit festen Maschen. Als nächstes verdoppeln wir. Das kann ich euch hier zeigen, weil da bin ich gerade. Also ich habe hier gerade diese 2 Reihen feste Maschen gearbeitet und hier verdoppeln wir jede 5. Masche. Also 1, 2, 3, 4 und in das 5. noch eine 5. hinein. Und das machen wir jetzt auch die ganze Runde. Also 1, 2, 3, 4 und die 5. wieder verdoppeln. Also in das Loch mit der 5. Masche eine 2. Masche arbeiten. So machen wir das wieder ganz rundherum. Das ist hier, also jede 5. haben wir verdoppelt. Dann machen wir noch eine Runde mit festen Maschen und zum Schluss mit Krebsmaschen. Die haben wir auch hier schon gemacht, umrunden. Einfach eine Runde Krebsmaschen arbeiten. So, dann habe ich noch diese Runde eingearbeitet. Das habe ich so gemacht, dass ich eine Luftmaschenkette angeschlagen habe. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16. Ihr könnt die noch etwas länger machen und habt dann in diese Reihe, wo wir jede zweite Masche verdoppelt haben, hineingearbeitet. Also. Hier einfach Kettmaschen. In diese Zwischenräume, in diese Löcher von unserer Verdoppelung. Also einfach nur Kettmaschen arbeiten. Das rundherum. Und wenn ich hier angelangt bin, wieder bei meinem Anfang, dann wieder eine Luftmaschenkette machen, wenn ihr die habt. Also einfach hier dann die zweite und dann einfach eine Masche bilden. Sieht recht hübsch und nett aus, finde ich. Muss man aber nicht machen, kann man aber machen. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Schritt, nämlich den Hahn. Also ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, die Haare zu machen. Also sie hat so Spiralen und eher so Zöpfchen. Ich zeige euch beides ganz kurz. Eben wichtig, warum wir vorher den Hut gemacht haben, ist, damit du ihn anprobieren kannst und weißt, in welche Höhe du deine Haare arbeitest. Du kannst dir das dann auch zum Beispiel mit einer Sicherheitsnadel oder ähnlichem markieren, in welcher Reihe du beginnst. Also achte darauf, dass die Naht auf der Rückseite ist, auch vom Hut, für spätere Annähen. Jetzt nehme ich die kleinere Nadel eben, du stichst dort ein, wo du deine Haare haben möchtest, machst eine Kettmasche. Und zuerst zeige ich euch jetzt die Spiralen. Du machst jetzt Luftmaschen und zwar so viele, also doppelt so lang, wie du nachher deine Spirale haben möchtest. Circa. Also du siehst, die Spirale wird dann circa dann so lange. Du arbeitest nun. Also, ich habe das hier aufgeschrieben, das sind die Locken. Also circa, ich habe 25 Luftmaschen gemacht und jetzt in jedes Maschenglied, also immer in ein so ein Glied steche ich ein und arbeite, ja, 4, 5, je nach Belieben, also beim einen rollt sich es mehr ein als beim anderen. Also in ein Loch hineinarbeiten. Dann ins nächste Maschenglied und wieder je nach Belieben 3, 4, 5 in ein und dasselbe Loch hineinarbeiten. Dann wieder das nächste Maschenglied. Wir arbeiten wieder 4 feste Maschen hinein, 3, 4 und so weiter, 1, 2,
Strahl. Und 4. Wieder in das nächste Maschenglied. 1. 2. 3. Und 4. Ins nächste Maschenglied. So macht ihr das die ganze Luftmaschenkette zurück. Und ihr seht, es beginnt sich bereits zum Eindrehen. Wenn du jetzt hier zurückgearbeitet hast und dann angekommen bist oben, stichst du. Also ich arbeite das jetzt nicht zurück, weil das zu lang dauert. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Also in jedes Maschenglied hier einstechen und in dasselbe Maschenglied 4 feste Maschen arbeiten. Nun, wenn ich hier oben angelangt bin, steche ich wieder ein, ziehe den Faden durch, mache eine feste Masche und mache wieder eine Luftmaschenkette und wieder dann zurück. Also es ist nicht schwer, es ist etwas zeitaufwendig. Und ich zeige es noch einmal ganz kurz. Also wenn du oben angelangt bist, wieder um ein halbes Stäbchen herumarbeiten, den Faden holen. Ich habe 2 auf der Nadel, mache eine feste Masche und mache jetzt wieder meine Luftmaschenkette und arbeite dann wieder hier zurück meine Spiralen hinein, also meine festen Maschen, damit sich diese Spiralen bilden. So machen wir, also ich habe auf beiden Seiten 4 gemacht. Man kann das auch rundherum machen oder nur 2 machen, kurze, lange, wie man halt lustig ist. Gut, das nächste sind diese Zöpfchen, die zeige ich euch auch noch ganz kurz. Also, stichst auch ein, holst dir den Faden, machst eine Kettmasche, damit das Ganze fixiert ist. Ziehst dir nun diese Schlinge circa auch doppelt so lang, wie du dann das fertige Zöpfchen haben möchtest und wickelst das nun mehrmals im Kreis rum. Man kann auch die Nadel zur Hilfe nehmen. Sticht nochmal hier rum ein, holt sich den Faden, ups, verliert den nicht. Das war schlecht. Also ich steche wieder hier ein, hole mir den Faden durch, ziehe ihn auch durch die Schlinge auf meiner Nadel. Fixiere das Ganze mit einer Kettmasche. Und so haben wir solche Zöpfchen. Gehe wieder ins nächste hinein, mach eine feste Masche, zieh das lang, dreh es ein, stich nochmal ein. Hol mir den Faden durch. Und
und so arbeite ich das die ganze Runde entlang. Also so hättest du dann. Ja. Diese zweiten Zöpfchen. Wenn man diese Zöpfchen macht. Wie das hier oben aussieht, ist nicht so dramatisch, denn wir machen ja den Hut dann so fest, dass wir diesen Bereich nicht mehr sehen. Also du siehst dann nichts von dem, was du hier machst. Gut, das macht ihr alleine, also rundherum. Wie gesagt, es ist beides nicht schwierig. Es ist lediglich zeitaufwendig. Als nächstes machen wir die Nase. Ich habe auch wieder die dünne Wolle, die dünnere Nadel, nicht die Vierer, das ist die Dreier. Ich mache einen Magic Ring und arbeite jetzt 8 halbe Stäbchen hinein. 1, 2, 3. Ganze schließen, jede zweite verdoppeln. 1 mit einer Kettmasche schließen. Ich arbeite wieder meine runden Übergänge, so wie zuvor schon gezeigt. Also die erste normal, die zweite Masche verdoppeln. Also 2 in eine Masche hinein. Dann wieder eine, dann wieder 2 in eine Masche hinein, eine, dann wieder 2. Dann wieder eine und wieder 2. Dann die Runde wieder mit einer Kettmasche schließen und eine Runde nur halbe Stäbchen arbeiten. Also das waren jetzt diese und jetzt haben wir nur die halben Stäbchen. 12. Die Runde wieder mit einer Kettmasche schließen. Und nun ein halbes Stäbchen und dann 2 zusammen abmaschen, über die ganze Runde wiederholen. Also ein ganz normales halbes Stäbchen und 1, 2 zusammen wiederholen. Ein halbes Stäbchen und 1, 2 zusammen. Ein halbes Stäbchen, 1, 2 zusammen. Ein halbes Stäbchen, 1, 2 zusammen. Und dann mit einer Kettmasche schließen. Ihr könnt jetzt hier ein bisschen Watte noch hineingeben. Und auch den Anfangsfaden.
Also viel Watte passt da eh nicht hinein. Das könnt ihr noch so reinstopfen. Also wir haben diese Reihe gemacht, haben das jetzt ausgestopft und arbeiten jetzt eine Runde, nur halbe Stäbchen. Mit einer Kettmasche schließen, eine Luftmasche, Faden etwas länger abschneiden, denn mit diesem Faden werden wir dann die Nase an den Körper annähen. Jetzt schließt ihr ungefähr zu, wie ich es euch vorher schon mal, wo wir was geschlossen haben, gezeigt habe, immer nur in dieses äußere Maschenglied hinein. Fahrt mit der Nadel so durch. Und fertig. Und so wird dann später die Nase angenäht mit dem Faden. Gut. Was fehlt uns noch? Es fehlen uns noch die Augen. Die haben wir hier. Also auch bei der Nase, man hätte auch, dann wäre das ein bisschen fester mit der Nadel Nummer 2 arbeiten können. Also 2 oder 3, wie man sich halt leichter tut. Und das ist, es soll halt nicht zu locker werden, damit es nicht löchrig aussieht. So, ich mache jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Wendeluftmasche und arbeite jetzt zurück feste Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also in jedes Maschenglied habe ich eine feste Masche gearbeitet. Das war das. Dann haben wir die 6 festen Maschen gearbeitet. Jetzt verdoppeln wir die erste und die letzte Masche. Also ich mache eine Wende, Luftmasche, die erste Masche verdoppeln, also 2 hinein, dann 1 und die letzte Masche auch verdoppeln, also wieder 2 feste Maschen hineinarbeiten.
eine Wendeluftmasche. Also wir haben das gemacht. Du hast jetzt 8 feste Maschen. Die erste verdoppelt und die letzte verdoppelt. Nun wieder die erste und die letzte verdoppeln. Also eine erste, 2 feste Maschen arbeiten. Und in die letzte Masche wieder 2 feste Maschen arbeiten. Eine Wendeluftmasche. So, jetzt wieder die erste verdoppeln. Und jetzt hinter wieder verdoppeln. Du hast jetzt 12 feste Maschen. Also bist hier und machst jetzt 2 Reihen nur mit diesen festen Maschen. Also keine Verdoppelung mehr. Wenn du deine 2 Reihen mit 12 festen Maschen hast, kannst du davor schon, wenn du möchtest, entweder auf Blau oder irgendeine andere Farbe, kannst du schon diese beiden in dieser Farbe abmaschen. Eine Wendeluftmasche. Also hier haben wir Farbe gewechselt. So, und jetzt die erste und die letzte Masche zusammen abmaschen. Also die erste, den Rest alles feste Maschen. Eine Wendeluftmasche, wieder die erste und die zweite gemeinsam abmaschen. Erste und zweite zusammen abmaschen. Eins, zwei, drei rein. Eigentlich sollte man 1, 2, 3. Gut, ich habe irgendwo nicht gut abgenommen. Ob jetzt eine Masche mehr oder weniger oder auch eine Reihe. Ich sage beim Häkeln, es ist Improvisation. Also es ist jetzt nicht ganz tragisch, egal auch beim ganzen Lubilu, ob er jetzt mal irgendwo in irgendeiner Runde oder Reihe mal eine mehr habt oder weniger. Wenn ihr jetzt eure 6 Maschen habt, arbeitet ihr noch einmal
diese 6 festen Maschen. So, eine Kettmasche, Faden abschneiden, durchziehen. Nun arbeite ich noch rundherum. Ist egal, mit welcher Farbe man anfängt, ob man zuerst jetzt das Rosane oder das Weiße macht. Steche hier ein. Und arbeite jetzt rundherum feste Maschen hinein. Das ist ein bisschen eng zum Hineinarbeiten. Man sieht auf der Seite auch nicht gut, wo man hineinarbeiten muss. Dort, wo ihr einfach gut reinkommt. Das ist nicht ganz so tragisch. Es ergibt einfach einen schöneren Abschlussrand, aber wie gesagt, es ist keine Tragik. Dann eben oben lässt sich's eh gut hineinarbeiten. Das macht er jetzt ganz rundherum. Hier bei eurer letzten Masche seid, könnt ihr jetzt schon mit der Weiß abmaschen. Mit der Weiß rundherum. Einfach feste Maschen. Schließen. Die Fäden jetzt lang genug abschneiden, weil du sie zum Annähen brauchst. Einfach Faden durchziehen. So sieht das jetzt aus. Sieht noch relativ unspektakulär aus. Kommt jetzt dann so hinauf. Jetzt könnt ihr eure Nadeln verwenden und es eben dort feststecken, wo ihr dann die Augen haben möchtet. Also mit dem Hut probieren, wo die Augen sein sollten. Zum Beispiel. Und dann einfach feststecken. Als nächstes ich habe mir einen schwarzen Faden genommen. Wenn euch der zu dick ist, dann rollten oder dünnten euch aus, indem ihr einfach die Fäden trennt. Weil eigentlich muss es jetzt hier nicht so eine dicke Wolle sein. Also ich habe mir einfach circa auch die Mitte markiert anhand
diesen schwarzen Faden und dann bringt ihr eure Sicherheitsaugen an. Schaut einfach, wo es euch am besten gefällt. Steckt das mal zur Probe. Wenn das so liegt, macht es dann mit dem Verschluss zu. Das zweite Auge. Und aber erst schließen, wenn ihr euch sicher seid, weil ihr den Verschluss bekommt und nicht mehr auf. Also wenn ihr dann eure Stelle für die Augen habt, dann näht ihr das mit euren Endfäden, näht ihr jetzt rundherum das Auge an, also zuerst mit dem Weißen einfach annähen, also ohne spezielle Technik. So. Nächsten wieder hinein. Und so macht ihr das. Wenn ihr das Weiße fertig angenäht habt, dann könnt ihr es noch das Auge etwas ausstopfen. Also einfach Füllwatte hinein. Eben ich stecke mir das beim Annähen ganz gerne mit diesen Nadeln fest, damit das einfach nicht verrutscht. Dann gehst du her und wenn du das rundherum angenäht hast, eben bis hierher mit Weiß und dann hier rum mit Rosa. Wenn du jetzt dein Auge fertig angenäht hast, wie gesagt, ich würde es dünner machen, die Wolle, einfach wie ich vorher gezeigt habe, trennen. Und dann, wenn, also ihr stellt euch jetzt vor, das ist gut angenäht. Und ein Mittelteil. Und dadurch, dass das ja ausgestopft ist, ist das einfach erhabener als bei mir jetzt. Und ihr fährt einfach so oben hinaus. Und unten wieder heraus und zieht das, also wie gesagt, das ist dann einfach erhabener, zieht das dann so fest, so dass ihr eine gute Untertrennung der Augen habt, also festziehen. Mit diesen Faden kann man jetzt, wenn man möchte, um einfach eine bessere Kontur zu schaffen, auch noch rundherum annähen. Also so in etwa sieht es dann aus. Jetzt finde ich meine Nase nicht. Nase verschollen. Und dann näht ihr direkt hier dran noch eure Nase und den Mund habe ich einfach aufgestickt mit einer anderen Farbe. Ich hoffe, es war verständlich. Ich kann euch aus Zeitgründen nicht jeden Schritt ganz detailgetreu nachzeigen, aber die wichtigsten Dinge habe ich erklärt, hoffe ich. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Ach so, das habe ich noch vergessen. Diese Luftmaschen habe ich nach demselben Prinzip hier gemacht wie diese hier oben.
Also du machst einfach vorher eine Luftmaschenkette, die so lang ist, wie du möchtest. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt noch eine zweite. Ich habe sogar drei genommen. Du machst jetzt einfach alle dann gleich lang. Ich zeige das jetzt nur ganz kurz. Ich habe das hier eben länger gemacht. Und dann mit beiden einzeln, genau hier in dieser Zwischenkante, rundherum. Eben wieder diese Kettmaschen, wie auch hier oben. So rundherum und zum Schluss wieder Luftmaschen und dann könnt ihr das schön binden. Das Blümchen muss ich euch noch zeigen. Also die Blume haben wir hier für unseren Hut. Also ob du jetzt 10 halbe Stäbchen oder 10 feste Maschen in diesen Ring machst, ist egal. Den Ring schließen. Ob du jetzt dieselbe Farbe oder einen Farbwechsel machst. Wenn du einen Farbwechsel machst, dann schon mit der neuen Farbe die Kettmasche machen. Dann 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Ins selbe Loch. Dann 2 Luftmaschen und eine Kettmasche. In die nächste Masche eine Kettmasche. Noch eine Kettmasche und wieder beginnen von vorne. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, ins gleiche Loch immer arbeiten. 2 Luftmaschen, ins selbe Loch mit einer Kettmasche schließen. In die nächste Masche eine Kettmasche, in die übernächste Masche wieder eine Kettmasche und beginnen wieder mit 1, 2 Luftmaschen, denselbe Loch, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und mit einer Kettmasche schließen. Die Fäden dann natürlich gut vernähen. So fertigt ihr jetzt noch 2 Blütenblätter an. Ihr seht, das wird eure Blume. Und die näht ihr dann einfach auf euren Hut. Also wieder eine Kettmasche
Noch eine Kettmasche. Eins, zwei. Zwei Stäbchen. Und zwei Kettmaschen. Eine Kettmasche. Wieder eine Kettmasche. Noch eine Kettmasche. Zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und eine Kettmasche. Schließen. Und dann schließen wir noch in das erste mit einer Kettmasche, machen noch eine Kettmasche, schneiden den Faden etwas länger ab, dann mit diesem Faden mit dem könnt ihr jetzt rundherum das Blümchen annähen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit Lubelu. Eure Nila.